Turi 2 TV. Medien und Marken live. Andreas Bareis, Sie sind Produzent erfolgreicher Filme für Sat.1. Sat.1 steht jetzt nicht unbedingt für Erfolg in den vergangenen Jahren. Wie nehmen Sie die Situation als Produzent beim Sender wahr? Das stimmt, Sat.1 steht in den letzten Jahren nicht unbedingt für den Erfolg, den wir uns alle erhoffen, aber wir nehmen das jetzt mal als Herausforderung wahr, indem wir uns eben als Produzenten auch überlegen, wie können wir gemeinsam mit Sat.1 wieder den Erfolg bringen und herstellen, den Sat.1 mal hatte. Und da hoffen wir natürlich vor allem darauf, dass Sat.1 in Zukunft, was sie in den letzten Jahren eben nicht waren, ein verlässlicher Partner im Sinne der Auftragslage wieder wird, indem sie eben wieder eine bestimmte Anzahl von TV-Filmen herstellen und verbindlich herstellen, sodass man auch eine langfristige Planung hat, weil nur langfristige Planbarkeit garantiert auf eine gewisse Art und Weise den Erfolg, den man braucht. Das heißt konkret, da sind in der Vergangenheit Filme einfach gecancelt worden, kurz vor der Produktion? Naja, eher andersherum. Es geht nicht um das Cancel kurz vor der Produktion. Es geht um per se, wie viele Filme will ich im Jahr herstellen. Und wenn man jetzt nur 6 Filme im Jahr herstellt oder 10 Filme, das spielt jetzt keine Rolle, dann ist ja für den Zuschauer der Sender nicht wahrnehmbar. Weil mit 10 neuen Neuproduktion wird man nicht mehr wahrgenommen. Wenn ein Sender nicht mehr wahrgenommen wird, ist er auch nicht in der Lage, das Programm so erfolgreich zu platzieren und zu senden. Und damit ist die Schraube nach unten einfach automatisch gegeben. Vielleicht liegt es aber nicht nur an schlechten schlechter Planung, sondern auch an schlechten Produktionen. Möglicherweise liegt es immer auch, natürlich das eine bedingt oft das andere, dass die Programme, nun ist es aber so, dass ja sozusagen die Produzenten per se wollen ja kein schlechtes Programm produzieren. Das glaube ich nicht. Ich zumindest nicht und meine Kollegen bestimmt auch nicht. Wird denn jetzt alles besser bei Sat.1? Es wird vielleicht anders im Moment, weil es gibt ein neues Team um Yvonne Weber und Dr. Stefan Gärtner und da ist ein großer Wille da, wieder sozusagen an die alte Qualität anzuknüpfen und auch eine Verlässlichkeit in den Markt hineinzutragen, auch den Kreativen vor allem gegenüber, weil ohne die Kreativen sind wir auch als Produzenten auch nicht in der Lage, das Programm herzustellen. Und da muss eine Verlässlichkeit her, da muss eine Verbindlichkeit her, da muss eine Langfristigkeit her und da muss auch genügend Marketingpotenzial her, da muss genügend Geld für Pressearbeit vorhanden sein und dann hat dieser Sender bestimmt wieder eine Chance, nämlich dahin zu kommen, wo er mal war.